Wir haben uns bemüht um die Bekehrung unserer Herzen und um tätige Nächstenliebe. Heute aber sind wir zusammengekommen, um mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse einzutreten. Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er leiden und den Tod auf sich nehmen. Dort sollte er auch auferstehen. Mit Glauben und innerer Hingabe begehen wir das Geheimnis deines Einzuges. Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und seinem ewigen Leben. Und so wollen wir nun diese grünen Zweige segnen, die uns als Lebenszeichen dienen und uns daran erinnern, an diesen Tag und an den Einzug nach Jerusalem. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige. Die das Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unseren König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, mit dir, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles, so wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf den Wegen aus. Als sie schon am Abhang des Ölbergs näherte, begann die ganze Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben. Wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und auf Erden und in der Höhe. Da rief ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Beim Singen werden wir einziehen in die Kirche. Singt den König Freudensalmen.
Wir aus der Welt sind geboren.